Tja, Hallo? das ist schon älter. Seltsam. Vielleicht können wir die Maus ins Bett legen. Mäuse quietschen anders, oder? Ich dachte einfach nur, das ist, hätte ja sein können, mit der Axt das Bett zu schlagen. Zu reparieren bräuchte ich wohl eher Öl. Seltsam. Ich dachte, du machst es kaputt. Okay, wir haben eine Perle. Dann hören wir uns den Audio-Entwickler-Kommentar an und gehen dann wieder runter, wecken ihn auf. Und dann wird er uns denken, dass seine eigene Perle weg ist und dann können wir endlich wieder die Fabrik anmachen. Dann können wir das Zahnrad reparieren und durch die Tür durch. Denke ich mal. Es wird wahrscheinlich nicht ganz so glatt laufen, aber so der Plan. Es wird wahrscheinlich einiges dazwischen kommen, aber und wird hoffentlich, wird wahrscheinlich auch nicht so sein, wird wahrscheinlich alles schief gehen und wahrscheinlich so wie wir es kennen, ist das alles nicht so, aber wir können es erstmal versuchen. Okay, in diesem Raum sind, glaube ich, wie viele waren das? 99.999 Perlen. Puki hat auch darauf bestanden, dass alle Perlen hier abgebildet werden. Ja, das ist auch wichtig für die Handlung. Ja, ich hatte leider drei vergessen. Und dann habe ich gesagt, so habe ich seine Zeichnung genommen. Damals haben wir halt noch auf Papier gezeichnet. Also ja. Hat tatsächlich, denk an die Route, die du benutzt hast. Auf Papier gezeichnet, habe ich das Papier weggerissen, habe es zerknüllt, weggeworfen, zerrissen und habe gesagt, so, machst du noch mal. So war das. Ja, ich habe geweint, aber war furchtbar. Dieser Pokémon. Ging nicht anders. Da muss man auch mal diszipliniert sein. Nachher kam raus, ich habe mich verzählt. Nee, aber sag doch mal, wie du die ganzen, wie du überhaupt an so einen Hintergrund rangehst. Ja, genau, am Anfang irgendwie. Wir müssen das gleich noch zählen. Nee, müssen wir nicht. Meistens mit Bleistift erstmal gewesen. Früher ging das alles noch ein bisschen anders. Wir haben halt wirklich erstmal auf Papier gemalt. Wirklich eine ganz kleine Skizze erstmal gemacht, wie könnte das Ganze aussehen. Das dann mit einem Feinliner sogar noch gezeichnet, eingescannt und das Ganze dann mit Photoshop koloriert. Wird inzwischen auch ganz anders eigentlich gemacht. War unglaublich viel Arbeit, vor allem beim zweiten Mal, als ich dann die Perlen nochmal neu machen musste. Aber ach ja, ich denke, der ist okay, der Raum. Sind genügend Perlen drin, meinst du? Na, viel Spaß beim Zählen. Vor allem da hinten auf dem Haufen. So, und jetzt hier wieder raus. Ich glaube, wir sollten hier durch den Vordereingang. Oh oh. Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Sag ich doch, der riecht das. Der riecht das, eine Perle fehlt. Zu schaffen gemacht. Bando! Bando! Wirf sofort die Fabrik wieder an! Bist du schön? Sehr gut, genau das, was wir gedacht haben. Der Plan funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hurra. Genauso wie es geweissagt wurde. Aber die Fabrik ist nicht an. Mach die Fabrik wieder an, Bando. Bando. Du wirst die Fabrik gefälligst wieder anmachen. Tja. Bando. Bando, 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 Bando. Mach die Fabrik wieder an. Ah, gut, dass du kommst. Ich habe ein großes Problem. Oben will, dass ich die Fabrik wieder anschmeiße. Das klingt doch gut. Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Aber jetzt kann ich meine Schaufel nirgendwo mehr finden. Was mache ich nur? Kannst du mir suchen helfen? Ich kann dir meine leihen. Darf ich das mal sehen? Das scheint mir eine solide Schippe zu sein, die du da hast. Schade, dass sie kaputt ist. Es scheint genau so eine zu sein, wie die, die mir abhanden gekommen ist. Da können wir bestimmt mit dem Mast. Ich sollte diesen Augenblick des Triumphes auskosten. Mist, und schon ist er vorbei.
Jetzt haben wir eine ganze Schaufel. Ich hab dir eine Schaufel organisiert. Wirklich? Das ist ja großartig. Endlich kann ich wieder Kohlen schaufeln. Nimm dich in Acht, Welt! Bando ist zurück! Und er hat eine neue Schaufel, mit der er seine Widersacher in Grund Sehr und gut. Boden schaufeln wird! Bando hat seine Schaufel. Was ist das für ein Lärm? Bando? Ach, natürlich. Die Fabrik, das wurde ja auch Zeit. Bald schon werde ich wieder alle Perlen beisammen haben. Bleibt nur zu hoffen, dass Kalida von dem Lärm nicht aufwacht. Ganz ruhig, Ruben. Solange die Yankees auf ihrem Teil der Insel bleiben, besteht keine Gefahr. Nur nicht nervös werden. Die Fabrik läuft wieder. Wird Zeit, das Zimmer zu reparieren. Der Lärm scheint wohl noch nicht auszureichen. Ja, und wir müssen das Zahnrad reparieren. Wir gehen erst mal das Zahnrad reparieren und dann machen wir Lärm. Wenn wir dann noch uns rumblasen und läuten, dann ist das. Ui. Das sieht ja hier mal ganz anders aus. Luke. Hallöchen, ich bin dein Vater. Ich kann da nicht ohne Hilfsmittel runterklettern. Ich brech mir doch alle Knochen. Wir müssen uns die Leiter wiederholen. Da unten gibt es noch einen weiteren Raum. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ich könnte mir die Wirbelsäule brechen. Okay, die Presse, die Anzeige. Kaputtes Zahnrad. Oh, sehr schön, da haben wir zwei Hälften. Das muss doch jetzt... Können wir noch zwei Hälften jetzt bestimmt hier reinlegen, in die Presse? Nein, nein, nein. Auf diese Weise lässt sich die Presse nicht bedienen. Wenn ich raten müsste, würde ich auf dieses Rad dort an der Seite tippen. Aha. Oha. Ui. Aber dann müssen wir noch das Zahnrad... Vielleicht würde die Glut des Hochofens ausreichen, um das Zahnrad zu schweißen. Aber wahrscheinlicher ist, dass es schmelzen würde. Und dann käme ich niemals auf die andere Seite der Insel. Aha. Nein, nein, nein. Auf diese, wenn ich raten müsste. Aha, okay, ich will uns erstmal die Leiter und dann klettern wir da runter. Vielleicht bringt das ja was. Die Leiter haben wir doch hier abgestellt, um da reinzuschleichen. Nehmen wir die Leiter also wieder mit, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann müssen wir nicht nochmal reinschleichen. Wenn doch, dann stellen wir die Leiter einfach wieder hin. Sehr schön, und runter hier. Rauf und runter, immer bunter. So, Holzleiter. Ist bestimmt sehr effektiv, und das ist eine Metallleiter. Oha. Hier haben wir Bando. Und ein paar Ventilatoren und einen Ofen. Jetzt erst einmal warten. Wenn ich den Weltuntergang abgewendet habe, kann ich meine Hand immer noch in schnell rotierende Metallscheiben halten. Okay, vielleicht können wir... Nein, die Ventilatoren würden mir nur alles zerhäckseln. Und darauf kann ich verzichten. Okay, vielleicht können wir die Ratte, die Maus... Nein, die Ah, schade. Den Stein. Der Stein ist bereits scharf, kann ich fliegen. Okay, die Axt. Die Axt ist noch scharf genug. Eine ganz, ganz, ganz böse Idee. Kannst du dich für mich mal in diesen Lüftungsschächten umsehen? Was denn? Wenn du nicht so eine Trantüte wärst, würdest du es auch schaffen, ohne zerschnetzelt zu werden. Oh, okay. Ofen. Ich finde kaum etwas faszinierender als große Feuerstellen, die fröhlich doch zusammen tanzen, während lustig knistert alles verschwindet. Hier ist genau der richtige Ort, um sich die Hände aufzuwärmen oder um sich wahlweise Brandblasen zu holen. Sehr schön. Wenn man ganz angestrengt lauscht, kann man Stimmen im Knistern der Flammen erkennen. Sie rufen nach mir. Ja, genau. Das erinnert mich daran, wie ich früher immer Krematorium gespielt habe.
Vielleicht würde die Glut des Hochofens ausreichen, um das Zahnrad zu schweißen. Aber wahrscheinlicher ist, dass es schmelzen würde. Und dann käme ich... Okay, wie reparieren wir jetzt das Zahnrad? Das ist... Ich sollte nicht anfangen, aus Laut diese Wand. Okay. Die Perle reinwerfen. Ich hatte lieber als Andenken bei mir. Sie war der erste Kuh in meiner Karriere als Lang. Okay, dann nicht. Vielleicht kann... Können wir ihn mal reinwerfen. Ich brauche deine Hilfe. Wir müssen den Ofen aufbekommen. Meinst du schaffst das? Hey, komm zurück. Das sollte ein Scherz sein, okay? Hey, Spot, wir müssen den... Meinst du Hey, komm zurück. Das sollte ein Scherz... Okay, hallo Bando. Ich störe ihn lieber nicht weiter. Er hat meinetwegen heute schon genug Ärger bekommen. Ich bin stolz auf mich. Ich habe heute einen Menschen sehr glücklich gemacht. Er weint sogar vor Freude. ja, da bin ich mir sicher, dass er vor Freude weint. Ich würde lieber nicht zwischen ihn und seine Arbeit geraten. Er würde mich unversehens in den Ofen schaufeln und es noch nicht einmal merken. Ich sollte nicht an diese Weise... Okay, keine Sachen verbrennen. Dann ein Poki und der andere. Ich kann euch nicht hören. Ich dampfe es ein bisschen laut, ich höre euch nicht. Der Maschinendampf ist zu laut. Der Marco ist gerade kurz nach außen raus. Ein Traum. Endlich freie Bahn, den etwas cooleren Kommentar. Ist das mir so, dass da noch mehr geht? Das ist so herrlich. Und wir sind nicht niedergeschrieben. So ein Mist. Dies und jenes euch massenweise Klassengassenhauer zu verfassen. Richtig ein von den Erlassen über. Ja, genau, bei der Grafik hier. Da gab es noch einen Augen, der war nicht so dunkel oder was der Elch. Weil ich doch hier. Oder hier, bei den Farben. Da war hier noch mal. Nee, das war mal kein Weg da. Wir haben auf jeden Fall. Hier, da kann ich wechseln, da muss ich nachts immer hier zur, Ach ja, einer meiner liebsten Audiokommentare hier im Spiel. Finde ich genial. Noch nicht zustande gekriegt und missgeschickt. Die Freude über einen Kunst ist voll da geboten, Sohn. Es muss nach Markus Sitz rein, geschwafelt übers Kind sein und all den blöden Insidern noch mehr drin sein. Es gibt doch so viel Spannendes. Ich warte mal ein bisschen ab, aber ich habe eine Idee, wie wir das hören können. Aber ich warte erst mal ab, bis es vorbei ist. Ja, oder auch nicht. Das wird genau bestimmt. Optionen. Einmal kurz. Okay, das ist ja schade. Sekunde. Ich habe noch die Geräusche. Effekte. Jetzt habt ihr doch gerade geklickt, wo Marco gerade gar nicht im Zimmer ist. Das ist natürlich ein bisschen peinlich. Jetzt können wir es hören. Musste sich nämlich kurz die Nase pudern. Vielleicht warten wir einfach. Ne, warte mal. Ich habe eine viel bessere Idee. Und zwar können wir endlich das machen, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Jetzt gerade, wo er nicht da ist. So, das hier. Marco not in the house. Und schon steppen die Tauben. Danke, später.
Ja. Marco ist grad kurz mal aus dem Raum. Ein Traum. Endlich freie Bahn, den etwas cooleren Kommentaren. Ich dachte mir schon, dass da noch mehr geht. Und sieht, wie plötzlich Qualität entsteht. Täterete flöht. Es ist mir gewissermaßen ein Gedicht, euch nun mit krassen Anekdoten zu bespaßen. Über dies und jenes, euch massenweise Klassengassenhauer zu verfassen. Richtig einen vom Leder lassen. Ja, genau, bei der Grafik hier. Da gab es doch diesen einen Raum, der war zunächst zu dunkel oder war zu hell. Ich weiß aber noch, wie er. Oder hier bei den Sprachaufnahmen. Da hatten wir doch bei Spot. Das war bei Zedwick da. Wir haben auf jeden Fall. Als ich Wechsel geschrieben habe, da muss ich nachts immer hier zur. Bei der Animation, da hat Simone mit dem Gunnar. Der Gunnar mit der Simone. Das könnt ihr besser erzählen. Verdammt nochmal, ich glaube, ich werd verrückt. Nichts glückt, Marco kommt bald zurück. Und ich hab außer Stammeln noch nichts zustande gekriegt, dummes Geschick. Verfrüht die Freude über kunstvoll dargebotene Zonen. Es muss nach Marcos Sinn freiem Geschwafel übers Kind sein und all den blöden Insidern doch mehr drin sein. Es gibt doch so viel Spannendes, Entwicklungsrelevantes, was für euch Interessantes und bislang nicht genanntes. Zum Beispiel, als Carsten damals plötzlich hinter einem Bier noch stand, und da sagte er, das war geil, er sagte, oder hier, jetzt weiß ich mal, Finn hat den Soundtrack, da hat er nämlich hier das Orchester quasi bestellt, also die Musiker, die waren da live und haben da, jetzt weiß ich wieder, Marco und Bart und ich, ne, wir haben auch immer uns dann so quasi ein bisschen die Wolle bekommen über, noch viel geiler war, so ein gottverdammter Shit, ey. Denk doch mal bitte mit, ey. Egal was, ist doch Titte. Ich höre schon draußen Schritte. Ja, komm einfach rein, Marco. Ja. Nee, wir machen jetzt weiter. Wir können jetzt weitermachen mit dem nächsten aber dann, ne? Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir es auch mal gehört. So, dann können wir noch wieder die Musik einschalten. Und Hintergrundgeräusche. Und wie waren wir, wie das hier ungefähr so? Die Effekte auch ungefähr so. Ja. Okay. Hat da irgendjemand einen Plan? Weil jetzt das kaputte Zahnrad repariert kriegen. Ach, ich habe eine Idee. Wir können das doch bestimmt jetzt oben in den Schraubstock erstmal einspannen. Und dann, keine Ahnung, erstmal in den Schraubstock einspannen. Dann sehen wir weiter. Bando ist jetzt hier nicht mehr da. Was keine Rolle spielt, aber. Ja, und da dreht sich schon was. Da war also auch Strom wieder. So, können wir das jetzt irgendwie schweißen oder so? Oder bestimmt mit einem Feuerstein irgendwie? Nein, das Zahnrad ist kaputt und nutzlos, wie ich. Tja, wenn wir jetzt vielleicht mit einem Feuerstein irgendwie, wir müssen irgendwie ein bisschen Feuer von unten holen, dann. Zumindest bewegt sich schon mal was, aber irgendetwas scheint mit den Zahnrädern dort noch nicht zu stimmen. Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht funktioniert. Das Zahnrad haben wir doch hier. Müssen wir da unten irgendwie noch. Hast mal Feuer? Eine Kerze können wir nicht mitnehmen. Vielleicht können wir hier irgendwie den Taktstock in die Lava halten.
Nee, da unten funktioniert es nicht, das hatten wir schon. Auf diese Weise lassen sie sich nicht benutzen. Ich schätze, sie sind nur dafür da, um Leute zu beeindrucken, die keine Ahnung von Fabriken haben. Vielleicht hier. Nein, nein, nein. Auf diese Weise nicht raten. Wie funktioniert es denn dann? Oha. Wir können einen Perlenlot reinlegen. So viel Aufwand für so eine blöde Kugel. So viel auf. Ja. Nein, nein, nein. Auf diese bin ich gerade. Also nicht. Okay, da ist der Ofen. Den Kerzen. Kann man hier oben was reintun oder? Ich habe keine Idee. Schraubstock bei dazu drehen. Okay, offensichtlich nicht. Das war schon keine schlechte Idee. Wir müssen schweißen. Nein, das Zahn wie ich. Ja. Nein, wie ich. Können wir vielleicht eine Kerze mitnehmen? Ich lasse sie lieber hier. Sie erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Hm. Tja. Ich lasse sie besser bei mir gehen, Blumen. Wenn sagt ich. Wie kommen wir hier jetzt weiter? Bei dem Mechanismus. Das Zahnrad reparieren. Die Tür, der Schalter, des Mechanismus, der Schrank. Nein, die Tür ist zu massiv, um sie aufzubrechen. Oder ich bin zu schwach. Eine Verzweiflungstat. Tja, die Maus vielleicht ins Getriebe. Ich weiß nicht viel davon, aber ich glaube, was hier fehlt, ist ein weiteres Zahnrad. Ja, aber wo kriegen wir das denn her? Ich muss nur noch mal hoch zu Ruben. Vielleicht hat der noch was in seinem Zimmer, was er nehmen könnte. Hm? Was? Wo? Wer wagt es, mich in meinem wohlverdienten Schlaf zu stören? Ja, ja, laber nicht. Du schon wieder? Was willst du? Siehst du? Wieso? Was? Mir wurde eine Perle entwendet. Das war bestimmt dieser Unruhestifter Molachai. Wenn ich den erwische, dann wird der zu Hundefutter verarbeitet. Hörst du, Kerrick? Dann gibt es Frischfleisch. Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe. Okay. Tja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ja, die Presse haben wir noch gar nicht bedient. Vielleicht können wir da mehreres pressen. Ich habe eigentlich schon versucht. Die Maus nochmal in die Presse. Mäuseperlen? Ickit. Vielleicht ein paar Spotperlen. Das hat ja schon öfters versucht. Mit der Feuerdrachenpfanne haben wir den auch schon kombiniert und so. Los, Spot. Alle. Hopp. Also, und bitte nicht. Und jetzt Spotperlen machen.
Eine Perlenform. Oh je. Spot! Tatsache. Oh, oh. Was habe ich getan? Fünfer-Spot, erlerne Fünfer-Spot. Erlerne die Fünfer-Spot-Form. Okay, jetzt haben wir 5 Spot-Perlen. Das haben wir noch nicht, wir müssen jetzt mal Spot noch retten. Spot! Oh. Ich habe keine Verwendung für noch kleinere Spot-Happen. Okay, aber wenn wir jetzt Perlen haben, wie was? Okay, jetzt vielleicht den Perlen. Wozu kann der uns was? Nein, noch einmal tue ich ihm das nicht an. Was soll das? Was soll uns einen Perlenspot bringen? Okay. Vielleicht können wir den in den Mechanismus rein tun und dann. Ich weiß nicht. Perlenspot. Ich habe wieder keine Ahnung. So, Perlenspot. Ab mit dir. Nein, Spot ist eher eine Raupe fürs Grobe. Für solche feinmechanischen Tätigkeiten fehlen ihm einfach die Voraussetzungen. Finger zum Beispiel. Hey Spot, ich habe da so eine Idee. Komm mal her. Aber wie, was, wie, wann, was? Befehlsverweigerung? Na warte. Wie soll das funktionieren? Das ist, Hey Spot, ich komm mal her. Was denn? Na warte. Hey Spot, ich hab, komm mal her. Was denn? Na warte. Und ihr könnt doch als Ersatz für ein Zahnrad. Ach, vielleicht können wir das kaputte Zahnrad rausnehmen. Und das dann mit Spot kombinieren. Ich glaube nicht, dass das klappt, aber. Vielleicht würde die Klappe wahrscheinlicher ist, dass es schmelzen würde. Und dann käme ich. Spot funktioniert ganz ohne Zahnräder. Er wird von einer eigenartig naiven Selbstzufriedenheit angetrieben. Und wieder habe ich keinen Plan. Vielleicht hier mal reinstecken ins Horn und dann. Ich bezweifle, dass Spot so genug Puste hat, um das Nebelhorn. Wir sollen noch einfach nur Lärm machen. Das ist. Vielleicht ist das die Möglichkeit, die wir haben. Noch einmal. Ich habe. Okay. Also nicht. Aber wir sollen noch Lärm machen, um die zu wecken. Nicht noch einmal. Ich habe Bando schon genug Ärger eingehandelt. Aber wie sollen, wie geht es? Hier waren wir schon lange nicht mehr. Einmal hier runter. Da hat schon wieder jemand die Kerzen angezündet. Blasen. Vielleicht nur so eine Idee. Können wir mal den Kugelspot hier, den. Wollen wir Angler und Köderfisch spielen? Es ist ganz einfach. Also ich bin der Angler. Wollen wir Angler? Es ist ganz einfach. Also ich bin der Angler. Okay, es klappt nicht. Den versenke ich lieber nicht im See. Er sieht zwar nutzlos aus, aber sowas kann täuschen. Tja. Du Spot, ich habe den Eindruck, um Kalida zu finden, müssen wir hier mal ordentlich Radau machen. Ja, das macht dir Spaß, nicht wahr? Das denke ich mir. Es geht ja nicht. Das will er ja nicht. Die Glocke läuten willst du nicht. Können wir Spot nehmen und. Na, Spot, wie habe ich das gemacht? Toll, Cedric. Super. Du bist echt der Größte. Ja, dann machen wir ein bisschen Radau. Noch einmal. Ich habe. Oder auch nicht. Aber wie?
sie nochmal. Nicht noch einmal. Ich habe Bando schon genug Ärger eingehandelt.